Kopf hoch, den Kragen fest geschlossen. Der Kandidat am Anfang einer langen Reise. Von Mainz nach Bonn, der Umweg führt durch östliche Provinzen. Was für ein Typ Mensch ist der Herr Scharping jetzt, wie Sie ihn kennengelernt haben? Also ich kann nur sagen, super. Also leicht, anspruchslos, er ist nett, er lächelt immer, er sagt, da bin ich wieder. Der sozialdemokratische Wahlkampfexpress führt einen Salon, einen Speise- und drei Schlafwagen. Der Dusch- und Toilettenwagen eilt voraus und wartet auf dem Übernachtungsbahnhof. Dienstag, erster Stopp, Bad Hersfeld. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Ich darf Sie im Namen der Deutschen Bahn AG auf dem Bahnhof Bad Hersfeld recht herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in Bad Hersfeld. Sehr schön. Geradlinig, wie bei der Deutschen Bahn und der deutschen Sozialdemokratie üblich, geht es zum Kundgebungsplatz. Aus dem Gebäude der Arbeiterwohlfahrt recken sich helfende Hände. Hier hat der Kandidat seine solideste Basis. Mir ist er lieber als ein Enthusiast, der übers Ziel hinausspringt und gar nicht fertig bringt. Dann ist mir es lieber, ich habe einen Pragmatiker, der Schritt für Schritt vorgeht, aber diese Schritte vorher bedacht hat. Und wenn einer bedachtsam ist, ist er langweilig, weil er langsamer sein muss. Die Barbara zuerst und dann du. Ich mache die Begrüßung kurz. Planvoll, präzise und genau. Der Kandidat bereitet sich auf die Konfrontation mit den stimmberechtigten Massen vor. Alles muss exakt bedacht sein, in der Politik ebenso wie im richtigen Leben. Doch immer wieder bleibt Raum für einen spontanen Scherz. Direkt vor den Toren von Oggersheim beginnt der vorderpfälzische Gemüsebau. Da kenne ich ein paar. Die habe ich angerufen, ob das stimmt. Mit dem Aussetzen und mit dem Wässern und dann breit und dick dastehen. Ja, sagen die, das ist genau richtig. Du musst dir aber keine Sorgen machen. Wer Ende Oktober noch Kohle auf dem Feld stehen hat, versteht nichts von Gemüsebau und auch nicht von Politik. Was hat der Besuch in Bad Hersfeld für Sie gebracht? Schöne Eindrücke, gute Stimmung. Nette Leute. Hat er Sie dem Kanzleramt näher gebracht? Wissen Sie, jeder einzelne Schritt bringt einem dem Ziel näher. Kurz vor der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wird die E-Lok gegen Diesel ausgetauscht. Um 17.23 Uhr erreicht die reisende Sozialdemokratie Eisenach. Und auch der Witz kennt keine Grenzen. Haben Sie gesagt, das stimmt, aber Rudolf, mach dir keine Sorgen. Wer Ende Oktober noch Kohl auf dem Feld hat, der versteht nichts von Gemüsebau und auch nichts von Politik. Herr Scharping, Ihr Fazit für Eisenach? Guter Besuch. Warum? Gute Stimmung, schönes Wetter, schöne Stadt, viele Leute, politisch optimistisch. Weiter nach Weimar, netten Menschen, schönem Wetter und dem Wahlsieg entgegen. Ja, verehrte Anwesende, ich hoffe, ich störe die Gespräche nicht allzu heftig. Ich bin auch nicht das erste Mal und ganz sicher auch nicht das letzte Mal in Weimar. Und die haben mir gesagt, bevor du mit dem Zug wegfährst, geh doch nochmal mit in den Studentenclub, da kann man anständig ein Bier trinken. Um 23.24 Uhr ist das offizielle Programm zu Ende. Im Speisewagen bereitet man sich auf das allabendliche Skatspiel vor. Der Kandidat fährt für 1,5 Sekunden aus der Haut. Schluss jetzt! Aus! Schluss es jetzt. Gibt jetzt keine mehr. Der ideelle Gesamtschlafwagen der SPD im umbenannten Karl-Marx-Stadt. Fahrplanmäßig zur Nachtruhe auf dem Abstellgleis. Dann geht's zur politischen Körperertüchtigung ins ehemalige Ernst-Thälmann-Stadion. Laut offiziellem Ablaufplan zur Zielgruppenveranstaltung Sport. Das geht nicht. Aus Sicherheitsgründen hat der Kandidat das rechte Hosenbein sorgfältig aufgekrempelt. Wir begrüßen den Herrn Scharping und den Herrn Hübner zu einer Ehrenrunde. Auf die Plätze, fertig, los. Nicht so vorne weg, Michael. Nicht so vorne weg. Doch. Wir
Nächstes Ziel auf der Reise, die neuen Bundesländer in 3 Tagen, ist Bautzen. Nach der Ankunft um 15.20 Uhr eilt der Kandidat der zentralen SPD-Kundgebung zu. Die Mädchentanzgruppe des Jugendzentrums hat für den Besuch aus dem Westen einen Gruppentanz vorbereitet. Motto der Veranstaltung: Aufschwung für alle. Der Tanz richtet sich gegen die Gewalt von rechts. Ein Anti-Gewalt-Manifest mit Wirkung. Konservative Gegendemonstranten beschränken sich auf verbale Attacken. Geh nach Hause! Wir haben die CDU gewählt in Bautzen. Du bist für uns der Hoffnungsträger. Und weil du erstens der Kanzlerkandidat bist, aber wir wissen auch, dass du einen Blick hast, nicht nur für kurzsichtige Gegenwartsprobleme, sondern du weißt, diese zu verbinden mit Vergangenheit und Zukunft. Mittwoch, 18.57 Uhr. Der Salonwagen im dezenten Altrosa rollt in Görlitz ein. Hier soll der Kandidat umsteigen in eine historische Straßenbahn. So. Der Kandidat versucht zu klingeln, ja. Doch auch das muss gelernt sein. Habt ihr eure Fotos schon gemacht? Ja. Das ist sowas. Ist nicht. Und jetzt nicht? Ja, da muss man. So was kann ich. Aha. Na, nie von unten. Hör der Wagen los. Lassen Sie lieber die Hände ab. Ehrlich? Ja, es ist so. Ich dachte, das ist zum Klingeln. Ja, es ist auch zum Klingeln. Nur so. Ah, ja. Donnerstag. Im 10-Minuten-Takt dürfen Journalisten dem Kandidaten Fragen stellen. Der Salonwagen ist eigens dafür picobello aufgeräumt worden. Wie würden Sie den Zustand der Wahlkampflokomotive Scharping beschreiben? Unter Dampf. Zunehmenden Fahrt, ja, ja. Reicht das bis zum 16. Oktober? Ja, es wird noch mehr werden. Einzig das schlechte Streckennetz der Ex-Reichsbahn verhindert, dass der gute Vorsatz an Ort und Stelle in die Tat umgesetzt wird. Morgens, 8.03 Uhr, Cottbus. Können Sie uns denn sagen, was halten Sie von Herrn Scharping? Wir sind es nicht gewöhnt, unsere Meinung zu sagen, wenn wir vorher nicht gehört haben, was wir zu sagen haben. Um 14.02 Uhr ist der Wahlkampfexpress am Ende der Nachkriegsgeschichte angelangt. Berlin-Karlshorst wird gerade von den russischen Truppen geräumt. Antrittsbesuch zum Abschied. Und plötzlich findet sich der Kandidat auf einer Tribüne wieder, um die Parade abzunehmen. Ganz wohl scheint er sich nicht dabei zu fühlen. Doch die Parteidisziplin, die hat immer recht. Und niemand in Deutschland, der verantwortlich denkt, wird vergessen, dass das russische Volk am meisten aushalten und am meisten dazu beitragen musste, den Faschismus und das Regime, die Diktatur von Adolf Hitler in Europa zu überwinden und zu besiegen. Die Schlussetappe wird im gepanzerten Wagen bewältigt. Endstation Berlin-Marzahn.